Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir zum einen über die Anlagestrategien der Superreichen und außerdem schauen wir nach Seoul. Dort haben sich China, Südkorea und Japan bei ihrem ersten Gipfeltreffen seit 5 Jahren auf eine engere Zusammenarbeit verständigt. Und wir schauen uns an, was das für den Westen bedeutet. Wir haben Montag, den 27. Mai und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, wenn es um das Thema Geldanlage geht, dann plagen wahrscheinlich alle Menschen so ziemlich die gleichen Sorgen. Wie schaffe ich es, dass sich mein Vermögen optimal mehrt und nicht über die Jahre von der Inflation aufgezehrt wird? Die Antwort auf diese Frage, die fällt dann aber ziemlich unterschiedlich aus, je nachdem welcher Bevölkerungsgruppe man genau angehört. Denn der normale Sparer, der hat vielleicht einen Vermögensberater bei der Bank oder der schaut sich noch in Eigenregie auf dem ETF-Markt um. Sobald es jedoch um sehr, sehr große Vermögen geht, sind häufig professionelle Family Offices involviert. Das sind eigene Familiengesellschaften, deren einziger Zweck die Erhaltung und Mehrung eines ziemlich großen Familienvermögens ist. Wie legen diese Family Offices das ihnen anvertraute Geld an? Und welche Strategien verfolgen die Superreichen, um beispielsweise auf die erwarteten Zinssenkungen zu reagieren? Darüber sprechen wir gleich mit Handelsblatt-Reporter Peter Köhler, der sich eine Auswertung der Großbank UBS zu diesem Thema angesehen hat. Doch bevor wir uns jetzt den Anlagestrategien der Superreichen widmen, schauen wir uns erstmal die Marktbewegung an, die der breite Markt so verursacht. Und der Marktbericht, der kommt heute von Ingo Narrat, Finanzredakteur aus Frankfurt. Hallo Ingo. Hallo Kevin, hallo nach Düsseldorf. Ja, wenn wir heute auf den DAX schauen, dann muss man sagen, zum Wochenstart ist er ein bisschen freundlicher. Wie sieht's denn in der Detailansicht aus? Ja, etwas freundlicher. Der DAX gewinnt 0,3% auf 60 Punkte. Das einzig wichtige Ereignis heute waren die IFO-Geschäftserwartungen. Ne? Das kleine Plus könnte man vielleicht damit in Verbindung bringen. Das wäre die erste Vermutung. Aber fangen wir mal vom Ende her an, was manchmal Zeit spart. Wir schauen auf den DAX-Tagesverlauf. Der scheint am Anfang irgendwie zementiert zwischen 18.700 und 18.720 in den ersten Stunden. Der IFO-Index kam um 10 Uhr. Was sieht man? Wenn man dann auf den Tagesverlauf schaut, nix. 0,0. Wir sagen, die Anleger haben die Zahlen gleich als irrelevant einsortiert. War nichts Überraschendes dabei. Ja? Notiert, abgeheftet und sofort vergessen, hätten wir früher gesagt. Ne? Das wesentlich wichtigere Ereignis für die deutschen Aktien am Montag war, was? Ein anderes Nicht-Ereignis. Und das waren die Feiertage im Land von, ich hätte beinahe gesagt, Prinz Charles, König Charles und Joe Biden. Wir wissen ja, insbesondere wenn die Akteure aus Übersee fehlen, dann passiert auch in unserer Börse nichts. Aber ein paar Akteure an der Wall Street wollten wohl doch in Deutschland kaufen. Punkt 18 Uhr geht der DAX dann nämlich so rund 40 Punkte rauf. Und um 14 Uhr wissen wir ja, dass die Zeit, da sind die Amerikaner an der Ostküste dann auch aus dem Bett, haben den ersten Kaffee getrunken und sitzen vorm Computer. Aber insgesamt war der Montag doch ein idealer Tag, um den Pfingsturlaub zu verlängern oder sich eben zu freuen, mit den Leverkusener Kickern den Pokal zu feiern oder mit Bayern, wer es denn mag, ne, den zu feiern. Und jetzt glauben muss, dass die nun doch noch einen neuen Trainer abbekommen haben. Ja, wenn, der große Blick auf den DAX nicht ganz so viele Erkenntnisse bringt, dann lass uns doch vielleicht noch mal ein bisschen auf die Einzelwerte schauen. Was ist dir denn da heute besonders aufgefallen? Erkenntnis, ja, es war ja kein völlig erkenntnisfreier Tag. Nächstens können wir uns den Podcast hier auch sparen. Das ist wahr. Bei den Kursen war es auch ein bisschen wie bei Mikado, ne? Wer sich zuerst bewegt, der hat verloren. Aber für die Statistiker, DAX-Tagesgewinner, also Porsche Holding, RWE und Continental mit Aufschlägen so von 2-3%. Aber schauen wir mal bei den Abgehängten. Keine Aktie im großen DAX jedenfalls verliert mehr als 1%. Das zeigt zumindest am Montag Stabilität oder, wie wir das jetzt zeitgenössisch lieber formulieren, Resilienz. Und auch Vonovia, ist ein Teil des großen DAX, erholt sich von den Anfangsverlusten. Gehörte noch zu den großen Verlierern früh am Morgen, aber dann am Ende sehe ich auch jetzt ein halbes Prozent im Plus.
Die Quartalssaison haben wir ja praktisch abgehakt, gerade in den USA. Und da kommt im Grunde nichts mehr rein, zahlenseitig, was die Kurse bewegen könnte. Am Dienstag haben wir aber Hauptversammlung bei TAG Immobilien. Auch ein Immobilienkonzern wie Vonovia. Also, ja, TAG Immobilien, was sonst als Immobilienkonzern. Die heißen ja auch so, ne? Ist so ein bisschen wie früher der Witz in der Schule. Nenn mir deinen Namen und ich sag dir, wie du heißt. Ne? Aber wir waren ja bei TAG Immobilien. Das ist vielleicht eine der interessantesten Branchen aus Börsensicht. Denn mit dem Preisverfall, den gestiegenen Zinsen und immer höhere Baukosten war die Branche ja in die Krise geschlittert. Das kann man an den Aktienkursen ganz klar ablesen. Aber erste mutige Käufer glauben an die Wende. Und der TAG-Kurs ist deshalb fast dreimal so hoch wie noch vor etwas mehr als einem Jahr. Aber selbst das ist jetzt der aktuelle Kurs. Das ist erst die Hälfte der Topkurse von etwa ein Jahr vorher. Also die Idee von einer Trendwende, das ist jetzt die Börsendenke in der Branche. Im echten Leben, da aber herrscht noch Ernüchterung. Ich sehe das bei mir, nicht vor der eigenen Haustür, sondern in demselben. Ja, ich wohne zur Miete und im gleichen Hauseingang haben wir eine Eigentumswohnung, etwas über 100 Quadratmeter. Der Eigentümer wollte verkaufen und am Anfang knapp eine 500.000 dafür haben. Ohne Garten. Ja. Mhm. Das ging jetzt ging weg für etwas mehr als 300.000, wie ich gehört habe. Und wenn einige Börsianer die Immo-Aktien bereits seit einigen Monaten wieder kaufen, dann deshalb, weil sie Licht am Ende des Tunnels sehen und auch, weil die Konjunkturen insgesamt wieder Fahrt aufnehmen und die Gefahr aus Richtung Geldentwertung zumindest gedämpfter erscheint. Bedeutet das auch gute Nachrichten für den DAX? Sag niemals nie. Ja. Vielleicht gibt's nicht den schnellen Sieg über die Inflation, aber die internationalen Konjunkturdaten sehen einfach etwas besser aus und die Anleger stellen sich schon darauf ein. Deshalb sind DAX und die Wall Street in diesem Jahr schon um mehr als 10% gestiegen. Der Kupferpreis in etwas mehr als einem Jahr um 27%. Kupfer gilt ja als Frühindikator für die Konjunktur. Da spüren wir den weltweiten oder die weltweiten, müssen ja mehrere Konjunkturprogramme wie den IRA in Amerika. Das ist jetzt keine irische Terrororganisation oder Freiheitsbewegung, sondern das ein amerikanisches Finanzierungsprogramm für Batterietechnik und Elektromobilität unter anderem. Und dazu kommt die Energiewende, die dafür sorgt, dass wir Unmengen an Metallen für Windturbinen, Solarzellen, Batterien brauchen etc. Deswegen sind Rohstoffe und Minenaktien seit einiger Zeit das große Thema. Und wem das als Börsenthema doch schon zu technisch ist, der schaut vielleicht lieber auf ein anderes Konjunkturthema. Über Immobilien haben wir gesprochen, über Rohstoffe auch. Was fehlt noch? Versorger. Fast. Ja, das könnte man vielleicht unter der zweiten Rubrik einsortieren, aber schauen. Wir müssen ja nur aus dem Fenster gucken. Super Wetter, klar, ne? Urlaub. Ja. Auch Freizeit taugt zum Geldverdienen. Ne? Die Branche boomt, stimmt. Ja, auch an der Börse. Royal Caribbean, ist jetzt kein Piratenfilm, ne? Organisiert Kreuzfahrtreisen. Aktie hat sich in 2 Jahren fast verfünffacht. Und das ist nicht Nvidia. Ja? Und aber nach dem CO2-Fußabdruck, wie wir jetzt gerne sagen, bei den Kreuzfahrten, da fragen wir besser nicht, ne? Oder nehmen wir Booking. Die Buchungsplattform für alles rund um Urlaub. Aktie seit vergangenem Jahr fast verdoppelt. Also bevor wir jetzt wieder die Zeit überziehen, hoffen wir auf gute Konjunktur und gutes Wetter und gönnen uns gleich noch eine Stunde draußen im Biergarten oder Café für so ein bisschen, wie sagen wir heute gerne, Work-Life-Balance. Genau, und die Urlaubszeit, die steht ja auch vor der Tür. Insofern lohnt es sich bestimmt, da mal reinzuschauen. Ingo, dir vielen Dank nach Frankfurt. Danke, Kevin. Und wie immer der wichtige Hinweis, alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Und wenn Sie noch mehr vom Handelsblatt nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann schauen Sie doch mal auf www.handelsblatt.com/mehrfinanzen vorbei. Dort können Sie ein Probeabo abschließen, 4 Wochen für nur 1 Euro. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Damit kommen wir nun zu den Anlagestrategien der Superreichen. Die Schweizer Großbank UBS hat sich die Portfolios von weltweit 320 sogenannter Family Offices angesehen und ausgewertet. Wie die Profi-Anleger mit geopolitischen Risiken oder mit dem veränderten Zinsumfeld umgehen, das weiß mein Kollege Peter Köhler aus Frankfurt, der sich die Auswertung genau angesehen hat und mir jetzt zugeschaltet ist. Hallo Peter. Hallo Kevin. Ja, sag mal, bevor wir jetzt in die Analyse starten, würde ich gerne von dir wissen, wer gilt eigentlich als superreich und hat es jetzt in die Auswertung geschafft, über die wir gleich sprechen? Ja, die Auswertung ist ja von der schweizerischen Großbank UBS und die betreuen ja weltweit diese sogenannten Ultra-High-Net-Worth-Individuals, also Einzelpersonen, aber eben auch diese Family Offices, die für reiche Familien unterwegs sind. Und in dem Fall war das durchschnittlich betreute Vermögen 2,6 Milliarden Dollar. Was ja schon eine ganze Menge ist. Du hast auch einen Einblick bekommen da rein, wie so ein Family Office arbeitet bei der Familie Reimann, wenn ich das richtig gelesen habe in deinem Artikel, den ich auch noch verlinken werde in den Shownotes. Kannst du uns mal mitnehmen? Wie arbeiten die? Ja, das ist ganz interessant, weil im Grunde genommen stehen das Family Office von den Reimanns, das steht so eigentlich auf zwei Beinen. Die haben einmal, sage ich mal, eine klassische Vermögensverwaltung. Da spielen halt Aktien, Renten, Gold eine Rolle. Dann haben sie aber auch noch, dann bieten sie aber auch noch die Möglichkeit, dass man sich beteiligt an Startups, also an jungen Technologieunternehmen. Und das ist schon ungewöhnlich. Und ich glaube, diese Kombination, sie ist natürlich einerseits defensiv, andererseits aber auch nach vorne gerichtet und ein bisschen risikoreicher, denn Venture Capital ist ja nun per se etwas risikoreicher als andere Anlageformen. Ja. Dann lass uns doch mal in die Analyse gehen. Wie haben denn überhaupt die Depots der Family Offices jetzt im Rückblick im vergangenen Jahr abgeschlossen seit der letzten Auswertung? Ja, das ist ganz interessant, dass man jetzt da keine Renditeangaben sieht. Das heißt, die Family Offices sind bei den Renditeangaben immer ziemlich zugeknöpft. Aber man weiß von anderen Gesprächen, dass ungefähr eine Rendite von 4-6% langfristig angestrebt wird, also im Mittel. Was ganz klar das oberste Ziel ist, ist der Vermögenserhalt. Also es soll nichts verloren gehen. Und dann, wenn wir uns jetzt mal auf diese Alternatives konzentrieren, dazu gehört ja beispielsweise Private Equity, das sind Unternehmensbeteiligungen, oder auch Private Debt, das sind diese privaten Kreditfonds. Da sind die Renditeerwartungen höher, da liegen sie im zweistelligen Bereich. Allerdings ist das Kapital da auch sehr lange gebunden. Eigentlich bekommt man da eine sogenannte Illiquiditätsprämie. Das heißt, da gibt es so im Schnitt, kann man sagen, 3-5 Prozentpunkte mehr, als an den Aktienmärkten zu erreichen ist. Wenn ich das mal so grob überschlage, 4-6%, grundsätzlich ja gar kein so schlechter Wert. Jetzt haben wir aber natürlich eine Inflation aktuell und da muss man sich schon ein bisschen mehr anstrengen, um da das Vermögen nicht schrumpfen zu lassen. Zählt die Inflation dementsprechend auch zu den größten Sorgen der Vermögensmanager aktuell? Was plagen die für Themen? Ja, also vielleicht nochmal zu den 4-6%. Klar, das klingt jetzt wenig, aber wenn man das auf 10 Jahre stetig erreicht, das heißt also auch in Jahren, wo die Aktien und Anleihen vielleicht nach unten gehen, dann ist es eigentlich schon ein ganz guter Wert, muss man sagen. Und wir sind ja bei der Inflation auch wieder ein bisschen runtergekommen. Aber um mal auf die Sorgen zu kommen, die sind eigentlich vergleichbar mit denen, die es auch in der, sage ich mal, breiteren Bevölkerung gibt, also an oberster Stelle. Gibt es halt Ängste, dass sich die geopolitischen Spannungen, die wir überall sehen in der Welt im Moment, also auch die kriegerischen Auseinandersetzungen, dass sich das ausweiten könnte. Denn in Kriegen ist ja immer viel Vermögen verloren gegangen. Und dann ist natürlich auch die Inflation weiterhin ein Thema, ganz klar. Bei den Familien in Asien, das ist ja eine globale Studie, da spielen auch Ängste vor vielleicht höheren Steuern eine Rolle. Das kann auch hier mal ein Thema werden. Wir wissen ja auch von anderen Gesprächen, dass auch Unternehmer überlegen, Teile ihres Vermögens wieder ins Ausland zu bringen. Und dann haben wir natürlich noch Sorgen wegen des Klimawandels, weil wir sehen ja jetzt auch bei den Überschwemmungen, dass Vermögen verloren geht.
teilweise sind es ja auch Acker und Forstflächen, in die reiche Familien investiert haben. Und das ist auch ganz interessant, was vielleicht in den Vorjahren nicht so der Fall war, aber jetzt wieder aktueller wird, ist eben die Angst vor einer neuen Schuldenkrise. Und wie stellen Sie sich auf, um diesen Risiken zu begegnen? Haben Sie da auch wieder ähnliche Strategien wie die Privatanleger oder ist der Werkzeugkasten ein bisschen größer? Nö, also ich meine, zum Beispiel bei den Rentenpapieren, da verfolgt man halt eine Strategie, dass man sagt, okay, man lockt jetzt doch mal die vergleichsweise hohen Zinsen ein. Man will sie ja bei wegen dieser möglichen Schuldenkrise jetzt nicht ewig lange festlegen, sondern geht auf Laufzeiten, die vielleicht 5 Jahre sind, sodass man danach wieder Spielraum hat, um das Geld neu anzulegen. Und was natürlich auch noch ist, ist, dass man weiterhin so die klassischen sicheren Länder bevorzugt, beispielsweise die USA und auch Kanada. Da hat man natürlich auch einen stabilen Rechtsrahmen und auch eine Währung, die auch vergleichsweise stetig ist. Ja, du hast gerade das Thema Anleihen angesprochen und da rechnen ja jetzt viele damit, dass die Zinsen wieder sinken könnten. Gerät damit auch das Thema Anleihen bei den Superreichen wieder in den Hintergrund? Nee, die Superreichen wissen auch, dass halt in den USA die Zinssenkungen im September und vielleicht, also frühesten September, vielleicht später im Dezember kommen. Und bei der EZB, da ist ja Juni ein Thema. Also klar, die wissen auch, dass die Leitzinsen sinken werden. Aber gleichzeitig gehen auch alle oder die meisten gehen davon aus, dass wir nicht mehr zu Nullzinsen kommen, beziehungsweise sogar negativen Zinsen. Und insofern versucht man jetzt eben Staatsanleihen beispielsweise mit guten Bonitäten einzulocken und sich dann praktisch diese Zinsen zu sichern. Dann lass uns doch nochmal zum Abschluss ein bisschen auf Aktien schauen. Da sind unsere Hörer natürlich auch immer sehr dran interessiert. Gibt es da im Moment heiße Aktientipps aus den Family Offices? Oh, ich würde nicht sagen, dass wir da heiße Aktientipps sehen. Es ist so, dass die versuchen, immer gut zu diversifizieren. Klar ist auch, dass man natürlich dabei sein will bei dieser Tech-Welle und auch bei den Themen für die kommenden 2 bis 3 Jahren. Aber ansonsten würde ich sagen, ist man diversifiziert zwischen Substanzwerten und Tech-Werten. Was vielleicht ganz interessant ist, dass doch teilweise auch auf Versorger gegangen wird, beziehungsweise auf diese erneuerbaren Energien, weil natürlich der Energiebedarf der KI in Zukunft, sei das jetzt Microsoft oder Google oder auch von den Rechenzentren enorm sein wird, ja. Ja, wer noch einen genaueren Einblick in die verschiedenen Themen haben möchte, die für die Family Offices im Kommen sind und Kursgewinne versprechen, da kann ich nochmal den Artikel empfehlen, den du geschrieben hast. An der Stelle erstmal vielen Dank an dich, Peter, nach Frankfurt. Ja, danke. Tschüss, Kevin. Ja, Peter hat es eben schon gesagt, viele Superreiche kommen heutzutage nicht mehr unbedingt aus dem Westen, sondern viele wohlhabende Familien gibt es mittlerweile auch in Asien. Und 3 Nationen sind dabei besonders bedeutend. Auf der einen Seite ist das China, eine Wirtschaftsmacht mit 1 Milliardenvolk, die seit einigen Jahren das globale Machtgefüge herausfordert. Und auf der anderen Seite ist das Japan und Südkorea, die als enge Partner der USA und des Westens insgesamt gelten und die viele politische Differenzen mit China verbindet. Und am Montag haben sich die Vertreter der 3 Nationen jetzt erstmals seit 5 Jahren wieder zu einem Gipfel getroffen. Was sie da besprochen haben, darüber rede ich jetzt mit 2 unserer Korrespondenten. Das ist einmal Martin Benninghoff in Shanghai und einmal Martin Kölling in Japan. Wir wollen heute über den Gipfel in Seoul sprechen und da würde mich als erstes einmal interessieren, Martin Kölling, warum ist es eigentlich 5 Jahre her, seit sich die 3 großen Wirtschaftsmächte Ostasiens eigentlich zum letzten Mal zu einem Gipfel zusammengefunden haben? Das Projekt startete 2012 mit großen Ambitionen. Man wollte jährlich sich treffen, um auch zum Beispiel eine trilaterale Wirtschaftsverhandelszone und eben den Dialog zwischen den Ländern voranzutreiben. Und dann kam die Pandemie. Das war der erste Bruch. Mit der Pandemie waren auch Reisen nicht möglich. Gleichzeitig stiegen damals auch die Großmachtspannungen zwischen den USA und China immer weiter an während der Pandemie. Und das hat dann auch die Beziehung zwischen Japan, Korea und China auf der anderen Seite deutlich verschlechtert. Es hat halt sehr lange gebraucht, bis sich die Seiten wieder aneinander annähern konnten. Und wenn ich das richtig sehe, Martin, in Shanghai, China musste noch am meisten überzeugt werden, oder? Genau. Also China hat in den vergangenen Jahren gebremst. Vielleicht kommen wir dann noch im Laufe des Gesprächs ja ein Stück weit drauf. Vielleicht nochmal einen Punkt schon mal vorweggenommen.
China hatte es in den letzten Jahren weniger nötig als zum jetzigen Zeitpunkt, wieder diesen Prozess sozusagen neu anzufangen oder wieder zu starten. Da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ja, das auf jeden Fall. Klingt auf jeden Fall erstmal so in meinen Ohren, als hätten die drei Länder sehr viel zu besprechen gehabt, wenn es 5 Jahre her ist. Und es gibt ja doch einige Themen, die drei verbinden. Da würde mich jetzt interessieren, Martin Kölling, welche Beschlüsse wurden denn auf dem Gipfel gefasst? Richtig weitreichende Beschlüsse wurden nicht gefasst. Es war sozusagen ein Treffen, um den Diskussionsprozess wieder in Gang zu bringen. Es geht den betroffenen Parteien darum, die wachsenden Spannungen besser managen zu können. Allerdings haben sie doch eine sehr ausführliche gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in denen auch einige konkrete Projekte angesprochen wurden. Was sie zum Beispiel fördern wollen, und das hat in den letzten Jahren durch die Pandemie und auch durch die wachsenden Spannungen sehr stark gelitten, den Austausch von Personen zwischen den drei Ländern. Die drei Regierungschefs wollen sich bemühen, dass die Zahl der Touristen, der Studierenden und der Kulturschaffenden, die zwischen den drei Ländern hin und her reisen, bis 2030 auf 40 Millionen Menschen wieder ansteigt. Das wäre ein gewisser Erfolg für die öffentliche Diplomatie. Was sie auch beschlossen haben, und das ist wirtschaftspolitisch interessant, sie wollen die Diskussionen um eine trilaterale Freihandelszone wieder beschleunigen. Die sind halt auch 2019 eingeschlafen und dieses Projekt möchten sie jetzt wieder diskutieren. Wie die Aussichten für dieses Projekt sind, muss man nochmal abwarten, denn die geopolitischen Spannungen nehmen ja derzeit zu und nicht ab. Ja, das ist insofern ja ganz interessant. Du hast es gerade gesagt, Martin Benninghoff in Shanghai. China hat jetzt wieder ein größeres Interesse, solche Gespräche zu führen. Hat das auch mit den Handelskriegen zu tun, die das Land im Moment mit dem Westen ausfechtet? Stichwort Zölle auf E-Autos beispielsweise in den USA. Klares Ja. Also China ist massiv unter Druck. Man sieht das auch jetzt an so Kleinigkeiten, die ich vielleicht erstmal vorwegstelle, wie jetzt gestern kam die Meldung, dass zum Beispiel Hotels in China, die nicht alle für Ausländer zugelassen sind, jetzt generell geöffnet werden sollen. Das heißt, auch wenn ich irgendwo in der Provinz bin als Ausländer, dann könnte es mir bis dato noch passieren, dass dann der Mann oder die Frau in der Rezeption sagt, wir können das nicht, wir können keine Ausländer hier beherbergen, das ist jetzt geöffnet worden. Das heißt, China öffnet sich und China tut das, weil die Volksrepublik unter Druck steht. Das ist zum einen vor allen Dingen der wirtschaftliche Druck, also es soll ein Wirtschaftswachstum von rund 5% erreicht werden. Im Grunde genommen wissen viele Experten nicht, wie das passieren soll, weil die Immobilienkrise immer noch groß und wirkmächtig ist im Land, weil die Konsumlaune immer noch geschrumpft ist. Und auf der anderen Seite gibt es eine Gegenmachtbildung, vor allem natürlich der USA, aber auch der Europäer. Die Europäische Kommission steht ja kurz davor, womöglich auch Zölle auf chinesische Elektroautos zu implementieren, was dann schon sehr, sehr schmerzhaft ist. Also wenn man auch mit Managern in China spricht, das ist sehr, sehr schmerzhaft für die Automobilindustrie, die ja, ich sag mal, für ihre Überkapazitäten die ausländischen Märkte braucht. Und deswegen will man sich jetzt offenbar auch stärker öffnen. Und das gilt eben auch für eine mögliche Freihandelszone, von der Martin Kölling in Tokio gerade gesprochen hat. Wie realistisch ist es denn, dass es da tatsächlich zu einer beschleunigten oder zu beschleunigten Verhandlungen kommt? Weil es ist ja durchaus auch einsehbar für die Länder Südkorea und Japan, dass China hier versucht, natürlich irgendwie Alternativen aufzubauen. Und die beiden Länder haben ja selber eigentlich durchaus auch große Produzenten von Elektroautos beispielsweise im Land. Martin Kölling. Die Chancen stehen jetzt nicht besonders gut. Aber das schadet auch nicht so viel, weil inzwischen die drei Länder eben durch eine andere Freihandelszone, die größte Freihandelszone der Welt, erstmals direkt miteinander verbunden sind. Was sie mit der trilateralen Freihandelszone darüber hinaus erreichen wollen würden, wäre eben ein Handelsabkommen einer höheren Qualität zu erzielen, um eben auch stärker Dienstleistungen und so weiter handeln zu können. Aber ich denke mal, dass das bei eben der derzeitigen geopolitischen Großwetterlage schwierig sein wird, durchzusetzen. Denn zum Beispiel die Chip-Export-Restriktionen, die die USA verhängt haben, die
betreffen auch Japans Industrie. Japan war und ist immer noch ein wichtiger Ausstatter und Zulieferer der chinesischen Chipindustrie. Das wird jetzt eben durch die wachsenden Handelsbarrieren der USA eingeschränkt. Und ob das sich aufweichen lässt durch trilaterale Verhandlungen, das wage ich erstmal zu bezweifeln. Aber in diesem Fall zählt eher der Wille und eben die Gespräche, die geführt werden, um die doch sehr brisante Lage etwas zu entspannen. Es geht wirklich darum, dass die Länder wieder anfangen, miteinander zu sprechen, um das Krisenpotenzial in dieser Region zu managen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie. Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen. Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass Erfolgreich investieren alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode INVESTIEREN20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com/erfolgreich-investieren. Ja, das Krisenpotenzial ist recht groß. Neben Fragen der Handelspolitik unterscheiden sich die drei Länder ja auch in ihrer Einschätzung zum Konflikt im südchinesischen Meer. Inwieweit war das denn auch Thema auf dem Gipfel, Martin Kölling? Über Chinas Gebietsansprüche und die Konflikte zwischen Südkorea und Japan auf der einen Seite und China auf der anderen Seite wurde öffentlich auf dem Gipfel nichts verlautbart. Der einzige Punkt, der angesprochen wurde, war Nordkorea. Ja, Nordkorea ist ja ein Land, das vielen Staatenlenkern in der Region und auch darüber hinaus große Sorgen bereitet. China gilt als Unterstützer des Landes. Wie konnte man sich denn da verständigen? Wie man sich dort genau verständigen konnte, das wissen wir nicht. Der Punkt war, dass Nordkorea halt am ersten Gipfeltag Japan davon in Kenntnis gesetzt hat, entgegen den Sanktionen der Vereinten Nationen eine Weltraumrakete zu starten. Südkoreas Verteidigungsministerium hatte diesen Start schon am Wochenende als möglich angekündigt und auch dabei mitgeteilt, dass russische Experten anscheinend an dem nordkoreanischen Weltraumbahnhof seien, um eben Nordkorea bei dem Start zu unterstützen. So, das ist natürlich ein Verstoß gegen die Sanktionen der Vereinten Nationen gegenüber Nordkorea, die eben Nordkorea das Testen von Atomwaffen und ballistischen Raketen verbieten. Südkorea und Japan haben das natürlich auf die Tagesordnung gesetzt und in der abschließenden Pressekonferenz angesprochen. Und dazu musste sich dann auch Chinas Ministerpräsident Li Qiang äußern, da China ja die Schutzmacht Nordkoreas darstellt. Und Li Qiang hat dann, also Chinas Regierungschef Li Qiang, rief alle Beteiligten zu einer politischen Lösung der Lage auf der koreanischen Halbinsel auf. Er sagte wörtlich, die betroffenen Parteien sollten Zurückhaltung üben und verhindern, dass sich die Situation verschlimmert und komplizierter wird. Er hat damit Nordkorea nicht einmal namentlich genannt, aber eben auch ein bisschen seine Unterstützung für die koreanische und japanische Position zum Ausdruck gegeben. Nicht, dass das viel bedeuten würde. Aber ich glaube, genau, um das nochmal aufzugreifen, ich glaube, das war ein günstiger Moment von japanischer und südkoreanischer Seite, das eben auf die Agenda zu setzen. Vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, Martin, die Zeiten sind gerade günstig. China sieht sich im Nordkorea-Konflikt selbst isoliert ein Stück weit. Zwar auf hohem Niveau, sage ich mal, aber trotzdem sehen wir gerade eine zumindest partielle Machtverschiebung. Nordkoreas Rolle ist wieder aufgewertet worden vom Paria, zumindest zu einem, der wieder partiell Kontakte pflegt, nämlich vor allem mit Russland über Waffenlieferungen und eben auch über die Möglichkeit, Handel zu treiben, über die kleine Grenze, die Nordkorea mit Russland hat. Und China muss sozusagen aus der Sicht Pekings aufpassen, in dieser leichten Machtverschiebung nicht hinten runterzufallen als Schutzmacht Nordkoreas. Und insofern ist der Moment jetzt günstig, ist das Thema zumindest zu adressieren. Und ich gehe davon aus, dass solche Themen hier auch abseits der offiziellen Erklärung im Hinterzimmer dann schon etwas deutlicher besprochen werden.
Martin Benninghoff, ihr habt auch geschrieben, China habe eine Schamoffensive gegenüber den beiden Ländern, also Südkorea und Japan, gestartet. Was hat China denn anzubieten? Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was das Interesse Chinas ist, mit Japan und Südkorea in Kontakt zu treten. Noch nicht so viel, was China im Angebot hat. Also der Begriff Schamoffensive, man möge es mir verzeihen, er wird im Journalismus relativ häufig verwendet mittlerweile, kommt daher, dass China mit der sozusagen mit dem sich hinbewegen, dass dieser Gipfel stattfindet, überhaupt erstmal wieder die Offenheit gezeigt hat. Das ist ja schon mal ein Erfolg. Kommt natürlich ein Stück weit aus der Not geboren heraus, aber ist zugleich auch eine Chance einzuwirken auf China, das eben in den vergangenen Jahren weitgehend oder viel stärker beratungsresistenter war und sich sozusagen resilienter auch gegen die guten Vorschläge von anderer Seite, in diesem Fall von Japan und Südkorea, zu wappnen. Was hat China anzubieten? Wir sind gerade in dem Prozess eines De-Riskings. Das kennen wir in Deutschland ja, also sozusagen, dass der Handel zurückgefahren wird mit China, dass man sich versucht, unabhängiger zu machen. Und Deutschland ist da, ich sag mal, mäßig weit. Japan und Südkorea gehen da auch ihren eigenen Weg. Und China hat natürlich das Interesse, diesen Prozess nicht immer weiterlaufen zu lassen, sondern Kontakt zu halten und kann wiederum eben auch wirtschaftlicher Hinsicht den beiden Ländern viel bieten. Der Handel ist ja immer noch auf großem und hohem Niveau, vor allen Dingen auch was Technologie angeht, was die Entwicklung von künstlicher Intelligenz angeht, was die Elektromobilität angeht, ist China in vielen Bereichen Technologieführer. Und das wollen sie natürlich auch aus eigenem Interesse mit der Welt teilen. Woanders werden die Räume enger. Ich habe eben von den USA vor allen Dingen und von Europa gesprochen. Also geht natürlich das Bestreben in diese Richtung. Japan und Südkorea werden dem mitgehen, solange es ihnen nutzt. Dann würde ich zum Schluss gerne noch mal eine Einschätzung von euch beiden abholen, weil wir im Westen diese Annäherung natürlich auch sehr genau beobachten. Und da stellt sich natürlich die Frage, würde eine Annäherung zwischen China auf der einen und Japan und Südkorea auf der anderen Seite dazu führen, dass wir die beiden Länder vielleicht stärker in einer Mittlerrolle zwischen dem Westen und China sehen? Oder ist das eine Entwicklung, die wir eher mit Sorge betrachten sollen? Martin Kölling, wie ist die Einschätzung aus Tokio? Ja, die Lage ist komplex, wenn man so möchte. Ich glaube nicht, dass Japan und Südkorea von ihrer Allianz mit den USA abrücken. Im Gegenteil, sie werden sie ausbauen. Denn egal, was China jetzt anbietet wirtschaftlich, gleichzeitig trägt China seine Ansprüche, seine Gebietsansprüche auf Taiwan, im südchinesischen Meer und eben gegenüber Japan, über ein paar Felseninseln weiterhin aggressiv vor. Das hat sich nicht geändert, trotz der Schamoffensive. Dieses Bedrohungspotenzial wird weiterhin gesehen. Besonders in Japan bestimmt ist das Handeln, aber auch Südkorea rückt immer stärker an die USA heran. Und nicht nur an die USA, sondern auch an den trilateralen Militärbund zwischen den USA, Australien und Großbritannien. Das ist ein Trend, den China wahrscheinlich nicht aufhalten kann. Dazu kommt, dass China sehr großen Nachholbedarf hat, wenn es darum geht, ich kann es jetzt nicht für südkoreanische Manager sagen, aber japanische Manager wieder ins Land zu locken. Also die Bereitschaft, nach China zu gehen, ist bei japanischen Managern derzeit sehr gering. Ich habe vorige Woche mit Leuten gesprochen, die mir eben berichtet haben, dass viele japanische Manager derzeit ungern nach China fahren. Und es sind nicht nur die. Ich habe auch mit Australiern gesprochen, die eben auch sehr vorsichtig geworden sind, weil China halt Japaner und Australier eingesperrt hat in den vergangenen Jahren. Das ist hier in der Region sehr wohl zur Kenntnis genommen worden und die Leute sehen sich in ihrer persönlichen Sicherheit bedroht, teilweise wenigstens, wenn sie nach China fahren. Ich weiß nicht, ob das in allen Fällen gerechtfertigt ist, aber das ist eben die Wahrnehmung hier in Australien und in Japan anscheinend. Wie sieht's in Shanghai aus? Ist dort zu erwarten, dass sich durch eine mögliche Annäherung zwischen China auf der einen und Japan und Südkorea auf der anderen Seite auch das Verhältnis Chinas zum Westen verändert? Also da, glaube ich, können wir alle ganz entspannt sein. Wir haben viel über die Interessen Chinas gerade gesprochen und ich möchte auf ein Narrativ hinweisen, dass man hier nicht nur in Shanghai, sondern generell in China häufig hört, nämlich, dass der Handel nicht politisiert gehöre. So, das hört man von chinesischen Politikern
permanent sozusagen, da wird versucht, eine Art Ideologiefreiheit auf den Handel zu übertragen, was natürlich, und das weiß jeder, im Falle Chinas merkwürdig ist, weil China als politisches System natürlich auch ganz anders und sehr, sehr kritisch zu betrachten, sozusagen von japanischer und südkoreanischer und von deutscher, europäischer Seite aus ist. Und ich glaube, weder Japan noch Südkorea werden sich, was die Werte angeht, beides ja immerhin auch zumindest in den letzten Jahrzehnten konsolidierte Demokratien in ihren Regionen, nicht ansatzweise auf die Seite Chinas ziehen lassen. Also diese Sorge gibt es ja viel mehr, ich sag mal, in Taiwan, was im Falle passieren würde, würde die Volksrepublik China eines Tages, ich sag mal, Regierungsgewalt auch über Taiwan ausüben. Das wäre dann der Fall wie in Hongkong. Also das alles spielt ja keine Rolle für Südkorea und Japan. Und insofern können wir im Westen, glaube ich, ganz entspannt sein, dass China wird wirtschaftlich versuchen, auf die Länder zuzugehen. Es ist auch völlig in Ordnung, den Tourismus auszubauen. Versucht China ja auch sowieso in alle Richtungen, auch mit der Aufgabe der Visapflicht für 15 Tage in Richtung Europa. Aber es wird keine massive Verschiebung geben in Sachen Demokratie und Werte. Und insofern kann der Westen auch erstmal ganz beruhigt sein. Dann nehme ich das auch gerne als optimistisches Schlusswort mit. Ich danke euch beiden und viele, viele Grüße nach Shanghai und nach Tokio. Vielen Dank. Ja, auf Wiederhören. Das war Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gern eine positive Bewertung da. Da würde nicht nur ich mich drüber freuen, sondern bestimmt auch Lukas Teppler, der diese Folge produziert hat. Danke dafür an dieser Stelle. Und wenn Sie jetzt noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben oder zum Beispiel auch eine Frage an unseren Börsenexperten Ulf Sommer stellen möchten, den wir hier regelmäßig im Podcast interviewen, dann schreiben Sie uns doch gern eine Mail an today@handelsblatt.com. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt.